Idee vom BRK war natürlich super, mich zur 1000-Jahr-Feier mit 1000 Säcken, Altkleidersäcken herauszufordern. Am Anfang habe ich gedacht, naja, wie läuft das Ganze? Schauen wir mal. Und dann, als wir das Ganze dann veröffentlicht haben, dann war so richtig zu spüren, wie auch die Bevölkerung Anteil genommen hat. Die Leute haben Säcke geholt, wir haben Säcke draußen gehabt im Bauhof, in der Stadtverwaltung oben. Letztlich waren die Säcke ruckzuck weg, wir mussten nachadern. Und wir spüren jetzt auch gerade heute früh, wie die Leute hierher fahren, wie begeistert die Leute selber sind und sich freuen, einfach an dieser Aktion teilnehmen zu können und das Ziel gemeinsam zu haben, dass wir die 1000 Säcke schaffen. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass wir es schaffen. Es ist zwar noch halb neun, also gerade halb neun, aber Daumen hoch, wir schaffen das. Tolle Sache, dass sich der Bürgermeister der Stadt Zeil sowie seine Mitbürger für das Gemeinwesen engagieren und diese Wette eingegangen sind. Wir freuen uns sehr darüber. Wir sind sicher, dass er seine Wette auch gewinnt. Und wir werden das Geld oder den Erlös aus der Kleidersammlung auch gut anlegen und in unsere verbandliche Jugendarbeit und in unsere sozialen Projekte investieren. Eine Frau, eine hohe Mauer. Die Frau gibt gerne und ist oben an der Mauer in den Eck rein, in den Sack in den Zorn. Weil ich die Tiefe, weil ich die Tiefe... Wahnsinn! Du hast die schwierigste Aufgabe gehabt, oder? Ich mach mal Kette, das klappt hervorragend. Die Liga 1000 Jahre Zeil, 1000 Stimmen für Zeil, 1000 Altkleidersäcke für Zeil. Die Idee wurde geboren eben aus dieser 1000-Jahr-Feier in Zeil. Und gemeinsam haben wir die Idee ausgearbeitet und sind mit Bürgermeister Stadelmann oder haben in Bürgermeister Stadelmann einen Mitstreiter gefunden, der uns unterstützt. Wir sind begeistert, dass wir jetzt um 9 Uhr schon 460 Altkleidersäcke gesammelt haben. Wir sind auch begeistert über die Zeiler Bürger, die so früh hier schon unterwegs sind, mit Handwagen und Anhängern und ganz viel Motivation. Vor allem aber auch über den Bürgermeister Stadelmann und seiner Frau, die jetzt anfangen, Bratwürste zu füllen.